gebe Ihnen nun einen kleinen Überblick über das abgelaufene Jahr 2017 und einen Ausblick für die Projekte 2018. 2017 war durchwegs ein sehr ruhiges, ein sehr positives Jahr für die Gemeinde Buchenbach. Wir haben uns finanziell gut weiterentwickelt und verfügen im Moment über liquide Mittel von ca. 3 Millionen Euro. Wir konnten im vergangenen Jahr in erster Linie die Sanierung des Wohnbaugebietes Wickenhof voranbringen. Ich gehe davon aus, dass wir das bis zum Ende dieses Quartals abschließen können. Im Wohngebiet Wickenhof werden im Moment die Leitungen, Wasser, teilweise auch Abwasser erneuert und das ganze Wohngebiet mit einer neuen Teerdecke quasi ausgestattet, sodass also der Wickenhof auch, denke ich mal, wieder ein völlig neues und sehr schönes Bild erhalten wird. Diese Arbeiten werden derzeit von der Firma Poticcia ausgeführt unter Anleitung und von dem Büro Unger Ingenieure aus Freiburg entsprechend betreut. Im vergangenen Jahr konnten wir weiter den Umbau im Untergeschoss des Feuerwehrgerätehauses voranbringen. Auch da erwarten wir eine Fertigstellung 2018. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass Damen und Herren unserer Feuerwehr künftig getrennte Umkleidekabinen erhalten werden und somit auch das den Sicherheitsstandard, der gefordert wird, wir entsprechend auch erfüllen können. Wir gehen davon aus, dass wir da ca. 100.000 Euro investieren werden. Und mit Eigenleistung konnten also Mehrausgaben auch minimiert werden. Hier haben insbesondere die Feuerwehrmänner sich ganz, ganz stark mit Eigenleistungen eingebracht und tun letztendlich mit viel, viel Engagement das Untergeschoss umbauen. Die weiteren Projekte, die im vergangenen Jahr stattgefunden haben, das waren vom Grunde her Baugebiet am Hitzenhof. Da sind wir im vergangenen Jahr fertig geworden mit der Erschließungsanlage. Auch da hatten wir ein Kommunalunternehmen, Kunst-Kommunalkonzept, mit im Boot, die verantwortlich war für die Erschließungsmaßnahme. Die war in der ersten Jahreshälfte 2017 konnte die Anlage quasi übergeben werden und das Baugebiet am Hitzenhof ist auch erschlossen und wird also im Moment auch schon zügig bebaut. Erste Familien wohnen auch zwischenzeitlich schon dort. Auch ein größeres Wohnbauprojekt entsteht, da schon ein kleiner Blick 2018-2019. Die Firma, das Unternehmen Wohnbau, also Kirschner Wohnbau GmbH, wird hier in Buchenbach am Hitzenhof 23 Eigentumswohnungen bauen. Derzeit läuft auch die Ausschreibung, die Vergabe dieser Eigentumswohnungen und Buchenbacher können sich da auch vorrangig bewerben. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Homepage www.buchenbach.de. Im neuen Jahr stehen weitere Projekte an. Ich hatte schon erwähnt, das Untergeschoss in der Feuerwehr soll nun fertiggestellt werden, dieser Umbau. Aber damit nicht genug. Wir werden dort bei der Feuerwehr weiter investieren. Und zwar neben dem jetzigen Feuerwehrgerätehaus hat die Gemeinde in den letzten Jahren ein Grundstück erworben, welches wir bebauen wollen. Wir werden dort ein Bürger- und Vereinshaus entstehen lassen mit einem Gesamtvolumen von ca. 850.000 bis 900.000 Euro. Es wird ein neues Gebäude entstehen. DRK wird zwei Fahrzeugboxen nutzen können. Es entsteht weiterhin eine Waschbox in erster Linie für den Bauhof, aber natürlich auch für die Feuerwehr und für das DRK. Und der Bauhof bekommt neue Lagermöglichkeiten. Der Lagerschuppen wird abgetragen und es steht ein völlig neuer Lagerschuppen. Insgesamt ein Gebäudekomplex geplant vom Architekturbüro Götz aus Kirchzarten und dem
Vorweg ging eine Mehrfachbeauftragung. Wir haben 3 Architektenbüros gebeten, beauftragt, letztendlich Ideen einzureichen. Und das Büro Götz hat dann vom Gemeinderat einstimmig auch diesen Zuschlag erhalten. Insofern gehen wir davon aus, dass wir 2018 noch starten können. Das Projekt soll bis 2019 dann auch zu Ende geführt werden. Was steht dieses Jahr noch an? Wir haben mittlerweile den Haushaltsplan beraten. Der ist auch verabschiedet. Der Gemeinde Buchenbach geht es finanziell gut. Wir versuchen, all die Projekte, die jetzt im neuen Jahr anstehen, ohne Darlehenaufnahmen bewältigen zu können. Natürlich haben wir um Kreditermächtigung gebeten für 1 Million. Das ist aber doch mehr vorsorglich, um auch einen gewissen Handlungsspielraum hier im laufenden Haushalt auch zu haben. Der Neubau dieses Bürger- und Vereinshaus ist zwar das größte, aber nicht das einzige Projekt. Wir haben weitere Projekte. So werden wir in unserem einzigen kommunalen Kindergarten, den wir hier haben, im Ortsteil Unterhiebental neue Betreuungsplätze einrichten für Kinder bis zu 3 Jahre. Da sollen 10 Plätze entstehen. Der Kindergarten, die Räumlichkeiten werden umgestaltet, werden umgebaut, sodass wir im Herbst oder auch etwas später mit dann einem zweigruppigen Kindergarten dann auch starten wollen. Im Moment haben wir dort einen Kindergarten mit einer Gruppe belegt. Wir haben freie Räumlichkeiten, die dann vom Bunde her idealer genutzt werden. Auch da macht die Planung und die Durchführung das Büro Götz aus Kirchzarten. Wir haben uns für 2018 ein weiteres Projekt vorgenommen, auch das wieder im Ortsteil Unterhiebental. Und zwar geht es da um das Nebengebäude am Gummenwald. Da hatten wir vor einem guten Jahr einen Wasserschaden, haben das versicherungstechnisch geklärt, sodass wir also jetzt in die Umsetzung gehen können. Dieses Gebäude soll saniert werden. Auch da gibt es Überlegungen, Vereine mit einzubeziehen. Übergeordnet wird auch dieses Projekt vom Herrn Götz-Büro hier in Kirchzarten betreut. Wir werden künftig dort keine Duschen mehr haben wie in der Vergangenheit, sondern es wird mehr ein WC-Gebäude sein, welches dann auch für die Veranstaltungen am Gummenwald zur Verfügung steht. Erfreulich ist, dass der Gummenwald stärker frequentiert wird, nicht nur von den Vereinen. Der Gummenwald wird sehr gerne gebucht von Firmen, aber auch von Privaten, die dort ihre Feierlichkeiten durchführen. Ja, das Thema Flüchtlinge beschäftigt auch uns in Buchenbach. Auch das läuft sehr, sehr gut. Wir haben derzeit um die 50 Flüchtlinge und haben vom Landratsamt die Mitteilung, dass wir dieses Jahr 14 Flüchtlinge aufnehmen werden. Wir werden noch im ersten Quartal einen Großteil dieser 14 Flüchtlinge aufnehmen, weil wir im Moment freien Wohnraum haben. Ich denke, nicht unerwähnt soll bleiben, dass wir hier keine Container haben, dass wir auf Containerlösungen bisher verzichten konnten. Und da kann ich einen Ausblick geben, zumindest für die nächsten 1,5 Jahre, wir auch eine solche Lösung nicht benötigen. Ganz im Gegenteil, wir haben derzeit freie Kapazitäten und konnten sogar auch die Gemeinde Stegen etwas unterstützen und konnten dort 6 Flüchtlinge, die eigentlich für Stegen zugeteilt waren, befristet hier in Buchenbach aufnehmen. Die Flüchtlingsarbeit wird sehr stark unterstützt vom Helferkreis, die den Flüchtlingen helfen bei den alltäglichen Behördengängen, bei Arztbesuchen und so weiter. Wir haben einen sehr großen Helferkreis, einen sehr guten, motivierten Helferkreis und das erleichtert uns auch die Arbeit. Diese Arbeit wird auch künftig unterstützt werden von einem sogenannten Integrationsmanager. Da haben sich die Gemeinden Oberried, Stegen und Kirchzarten auch hier zusammengetan und einen solchen Integrationsmanager eingestellt, beziehungsweise der Caritas hat eingestellt und wir haben einen Vertrag mit dem Caritas geschlossen, dass also dieser Integrationsmanager auch hier in Buchenbach die Arbeit der Flüchtlinge unterstützt. Ja, auf ein besonderes Ereignis möchte ich heute auch schon hinweisen.
Da geht es um das Thema von Jugendlichen. Und zwar haben wir 2018, genau genommen am 22. April, wir beginnen da um 11 Uhr, einen sogenannten Kinder- und Jugendaktionstag. Da werden sich die Vereine, Institutionen, Kindergärten, Schule, aber auch natürlich unsere örtliche Feuerwehr, DRK, vorstellen, präsentieren, insbesondere eben auch die Jugendarbeit zum Thema dieses Kinder- und Jugendaktionstag machen. Wir haben ein schönes Bühnenprogramm und werden auch da die Sportlerehrung integrieren. Also insgesamt abschließend kann ich sagen, dass es auch politisch in Buchenbach wieder sehr ruhig geworden ist. Die Arbeit macht Spaß. Ich werde hier von einem Verwaltungsteam unterstützt, die sehr motiviert, aber die auch sehr, sehr hoch und gut qualifiziert sind. Und insofern meine ich, dass wir auch die ganzen Projekte 2018 gut umsetzen können, auch die Vorgaben, die Beschlüsse aus dem Gemeinderat dann auch erfolgreich in die Praxis umsetzen können.